Hallo und herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Wir wollen heute gleich mal reinschauen, wieso die Energien sind auf der Seite deines Gegenübers. Es ist ein allgemeines Orakel, das bedeutet, es kann mit dir und deiner Situation zu tun haben, muss es natürlich aber auch nicht. Und du schaust immer in eigener Verantwortung. Und wir gucken jetzt mal, was auf der Seite deines Herzensmenschen so los ist. Heute Morgen ein kleiner Sneak Peek. Wir haben hier die Transformation. Die Vögel. Na, das haben wir ja alles die letzten zwei Tage auch schon gesehen. Und, aha, wir haben dann die Wege, den Brunnen und den Stern. Okidoki. So, also es kann durchaus sein, dass dein Gegenüber jetzt hier wirklich viele, viele neue Ideen hat, wie er sein Leben auf eine andere Stufe stellen kann. Es werden hier Gespräche geführt werden. Gespräche, die schon längst überfällig waren. Gespräche, die notwendig sind, die Not wenden, die etwas verändern können. Und er muss sich hier wirklich entscheiden zwischen dem einen und dem anderen Weg. Beides gleichzeitig geht halt nicht. Er kann nicht sowohl Single sein und in einer Beziehung. Er kann nicht gleichzeitig verheiratet sein und noch eine Partnerin haben nebenbei. Oder er kann nicht für immer in diesem alten Konstrukt bleiben, in diesem Freundeskreis, unter der Fuchtel von Mutti, wie auch immer das hier geartet ist. Dein Gegenüber ist bereit, hier weiterzugehen, aber in der Mitte der Legung haben wir hier auch eine Konstante in seinem Leben. Es kann sein, dass er immer jemanden hatte, der ihm hier den roten Teppich ausgelegt hat, bis zu diesem Punkt, bis zu dem Punkt, wo er jetzt ist. Ja, es kann sein, dass er hier immer und immer wieder denselben Pfad gegangen ist, und zwar genau bis oben, wo sich die Treppe teilt und dann wieder umgedreht ist und zurückgegangen ist. Aber jetzt steht er da und weiß, dass der nächste Schritt weiter hoch sein muss. Aber um zu entscheiden, wie es weiter hoch geht, muss er sich für eine Richtung entscheiden. Hört er auf Menschen, die ihm immer zuschnattern, die ihm sagen, was er zu tun hat? Oder geht er hier selber in die Erfüllung? Geht er selber in die Tiefe? Findet er heraus, wo seine Emotionen herkommen, um dann letztendlich den Weg hier auch wirklich weise zu wählen? Ich habe das Gefühl, hier in der Mitte der Legung, wie gesagt, da sitzt jemand oder da gibt es eine Energie, die ihn stark beeinflusst. Andererseits haben wir hier oben auch die 222. Diese Engelszahl steht dafür, dass es eine positive Veränderung auf der Herzensebene gibt. Und ich glaube, es ist ihm bewusst, dass es ab einem gewissen Punkt keine Umkehrmöglichkeit gibt. Ja, dieser Point of No Return. Es gibt da den Weg, der nicht wieder zurückgegangen werden kann. Wir legen noch mal ein paar Erat Aliquando-Karten drauf. Was ist denn die verbindende Energie zwischen dem Sarg und den Vögeln hier auf der linken Seite? Was ist da miteinander los? Das ist die Verletzlichkeit. Oha. Kann sein, dass er das jetzt anders macht als in der Vergangenheit. Ja, diese Verletzlichkeit hatten wir gestern auch. Und es kann durchaus sein, dass er früher nie mit jemandem darüber geredet hat, wie er sich fühlt. Und jetzt sucht er sich jemanden, den er das erzählen kann. Entweder jemand, dem er vertraut, ja, diesen einen Menschen, den er dann auf der Welt vertraut, oder vielleicht tatsächlich jemand Professionelles. Ich habe das Gefühl, hier wird wirklich viel aufgeräumt. Hier wird geguckt, okay, wenn ich diesen Weg gehe, dann werde ich an gewisse Grenzen stoßen. Der Mensch, auf den wir hier schauen, ist sich bewusst, dass er selber an einem Punkt steht, wo er sich vielleicht nicht helfen kann, alleine, oder wo es schwierig ist, alleine weiterzumachen. Auf der anderen Seite, der Tiefgang und der Kompass. Was ist da, der Stern. Was geht hier los? Der Weltenbaum. Der Weltenbaum wird hier gewässert und sorgt hier für eine gute Anbindung von unten nach oben. Vielleicht öffnet er sich auch tatsächlich spirituellen Themen. Vielleicht öffnet er sich für die Möglichkeit, dass hier das Himmlische in das Irdische eingreift. Vielleicht wünscht er sich tatsächlich, dass dann, wenn hier auf der weltlichen Ebene schon keiner da ist, der für ihn den Weg geht, dass es dann zumindest eine himmlische Macht gibt, die ihm das Tor öffnet.
Wir gucken mal hier unten auf diese belastende Energie der Treppe, ja, beziehungsweise der Wege. Welche Belastung steckt denn dahinter? Da haben wir zum einen den Rahmen, ja, die Rahmenbedingungen, die er im Leben vorgefunden hat, und die leere Karte, alle Kräfte wirken gleichzeitig. Oh Mann, der arme Mensch, auf den wir hier schauen, der macht gerade tatsächlich Tabula Rasa. Da wird alles vom Tisch gefegt. Alles wird erst auf den Tisch gepackt und dann wird es runtergeschmissen. Hier finden wirklich krasse Veränderungen statt. Und wenn wir auch schauen, wir haben ja die zwei Karten. Auf der einen Karte, auf der einen Seite, könnte alles hübsch in diesen Rahmenbedingungen bleiben, wie es war. Aber es macht ihn ja nicht glücklich. Das will ja transformiert werden. Auf der anderen Seite weiß er nicht, was ihn erwartet, wenn er den Schritt ins Unbekannte geht. Weil diese Karte ist noch leer. Ja, hier weiß er, was er bekommt. Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Und auf der anderen Seite, wenn er wirklich auf sein Herz hört, wenn er wirklich dabei ist, seine Emotionen und seine spirituelle Anbindung zu klären, dann weiß er nicht, was hier draufgeschrieben wird auf die leere Karte, was als nächstes in sein Buch des Lebens kommt. Und das ist, es ist eine interessante Energie und ich finde es ganz gut. Unten drunter auf der Unterseite haben wir noch den Storch. Kann sein, dass er hier ein Thema hat mit seiner Herkunftsfamilie oder dass es tatsächlich um Themen aus einer Ehe geht. Kann sein, dass das eine Ehe ist, die schon lange beendet ist oder die nur mal angedacht war, Verbindung zur Mutter seines Kindes, irgendwie so etwas. Kann aber auch sein, dass er sich hier entscheiden möchte für eine feste Häuslichkeit, für das neue Ankommen, für das Gemeinsame. Wie gesagt, hier steht er halt, der arme Tropf, oben am Ende seines roten Teppichs. Und jetzt muss er sich entscheiden, auf welchem Wege er hier sein Ziel erreichen möchte. Bleibt er bei dem oder geht er da weiter? Beide Wege führen hier nach Rom. Beide Wege führen in eine Partnerschaft. Beide Wege führen ihn in eine Häuslichkeit, die ihm vielleicht angenehm ist. Aber die Frage ist, was macht ihn glücklicher? Und diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Und die kannst du ihm nicht beantworten, die kann er nur sich selbst beantworten. Wir nehmen hier abschließend heute nochmal eine Karte aus dem Orakel der Göttinnen. Ein Ratschlag für dich, wie du mit der Situation heute vielleicht ganz gut umgehen kannst. Falls du magst, schau auch gerne nochmal auf meinem anderen YouTube-Kanal vorbei. Den Weg findest du unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Vielleicht ist da für dich heute auch noch eine Botschaft enthalten, die dir gut tut. Die grüne Tara, beginne zu delegieren. Bitte andere, auch mich, dir zu helfen, statt alles alleine machen zu wollen. Gut, also der Ratschlag ist vielleicht nicht nur für dich, sondern auch für dein Gegenüber. Ja, es gibt hier vielleicht die Möglichkeit, dass man etwas nicht alleine geregelt bekommt. Und das ist auch nicht verwerflich, das ist halt der Lauf der Dinge. Manche Dinge kriegen wir manchmal selber nicht hin, weil wir unseren blinden Fleck nicht sehen oder weil wir zu ängstlich sind oder irgendetwas anderes uns vermeintlich im Weg steht. Aber lass dir gesagt sein, du darfst dich auch hier an die geistige Welt wenden, du darfst auch nach Hilfe fragen und du darfst auch schauen, was dir gut tut. Ja, ob du vielleicht auch Verantwortungen abgeben kannst, wenn du das Gefühl hast, du müsstest deinem Gegenüber immer zuarbeiten, wenn du das Gefühl hast, du musst immer wieder den Ball ins Spiel werfen. Dann schau genauer hin, ob das wahr ist. Dann schau, ob du nicht vielleicht eventuell dich von dir selbst auch entfremdest, indem du immer wieder versuchst, hier den Ball oder dieses Spiel am Laufen zu halten, während der andere eigentlich mit anderen Dingen beschäftigt ist. Gut, ihr Lieben, also warten wir mal ab, es bleibt spannend. Wie immer freue ich mich über einen Kommentar oder ein Like. Wenn du magst, abonniere gerne den Kanal, falls noch nicht geschehen. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann morgen früh wieder. Alles Liebe und Gute für dich und pass gut auf dich auf. Ciao.